alle Zombies bei meinem Projekt, nämlich Harry Potter und Elefanten von Azkaban. Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz schon gesagt habe. Ein paar Mal, weil es gab wirklich sehr, sehr viele Aufnahmefelds. Nämlich Game Recorder unterstützt mich nicht, deswegen kann ich das nicht aufnehmen damit, mit Game Recorder, mit meinem. Deswegen habe ich Fraps runtergeladen. Beziehungsweise hatte ich eigentlich nur die ganze Zeit auf dem PC. Und dann habe ich noch mit Audacity mit meinen Audiospur aufgenommen. Und es gab ein paar Mal Bluescreen. Das haben wir immer eigentlich in der Grunde. Aber es sieht jetzt meine Audiospur auf. Ich meine, jetzt gibt es kein Bluescreen. Und ich hatte den ganzen Tag gesprochen. Auf jeden Fall dazu habe ich was gefunden. Nämlich ein Tube Catcher. Und kann ich nicht aufnehmen. Und alles gut gemacht. Bis ich da unten schon drin war, da gab es Ultra Max. So gut. Ich darf auf meinen Zimmer. Das ist jetzt so ein ganzes Face. Fangen wir nochmal vorne an. Ich hoffe einmal, es gibt jetzt kein Bluescreen, was nämlich die Dumme. Ich habe übrigens auf KKD Harry Potter und der Kammer des Schreckens Let's Play. Allerdings habe ich es abgebrochen wegen Aufnahmefällen und zu viel verpasst habe ich dann und deswegen fange ich jetzt hier an und ja. Ich bin jetzt ganz gut gefallen. Sirius Black aus dem Zauberergefängnis Azkaban ausgebrochen ist. Da ist noch nie jemand ausgebrochen. Vor 12 Jahren tötete Black 13 Menschen mit einem einzigen Fluch. In Hogwarts sind wir bestimmt sicher. Was ist los, Harry? Ron, ich habe gestern gehört, wie dein Vater über Sirius Black redete. Das Zaubereiministerium glaubt, er sei hinter mir her. Black ist geflohen, um dich zu suchen? Oh, Harry, du musst wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Such bloß keinen Ärger. Ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. Aber sie werden ihn doch fassen, nicht wahr? Ich meine, die Muggel suchen ihn doch auch alle. Petzl, komm zurück! Kannst du auf dieses Monster nicht besser aufpassen? Beruhige dich, Ron. Du willst doch Professor Lupin nicht aufwecken. Keine Sorge, Ron, wir helfen dir bei der Suche nach Kretze. Na super, Kretze könnte überall hin verschwunden sein. Ron versteht einfach nicht, dass er Kretze nicht jagen Dort darf. Dort läuft er! Türen öffnest du mit dem Alohomora-Zauber, Harry. Drücke zum Aktivieren deines Zauberstabs die linke Maustaste. Halte sie gedrückt, während du die Maus bewegst, um mit dem Zauberstab zu zielen. So geht's. Lass die Maustaste los und wirke den Zauber. Da ist er! Wir können über das Gepäck klettern, Harry. Wir müssen nur drauf zugehen und können dann anfangen zu klettern. Wir müssen hochspringen, um über diese Kisten zu klettern. Dann los! Du gehst voran. Geh auf die Kisten zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Na, ich drücke Lass uns diese Bertie-Bot-Spur mitnehmen. Fred und George geben uns dafür ein paar fiese Sachen in ihrem Laden. Wir müssen das Ding hier wohl aus dem Weg schieben. Oder einer von uns könnte die Pulso zaubern. Die Pulso! Hey, was ist Hermine? Eine verschlossene Tür. Okay, und wo ist da jetzt ist deine Ratte? Da ist häufig was drin zu finden. Hallo, ist die Humora, Hermine. Sei Dank! Wenn wir durch dieses Speicherbuch gehen, werden unsere Abenteuer bis hierher gespeichert. Yay, buff. Ich bin gespeichert. Hallo, Hora! Hallo, Hora! Hallo, Hora! Na klasse, Kretze ist hinter diese Wand gelaufen. Also Ron, du solltest deine Ratte wirklich mal trainieren. Wo
Wow! Ein magisch verschlossener Schrank. Wir müssen alle drei gleichzeitig zaubern, um ihn zu öffnen. Ich fang an. Ihr kommt dazu. Hallo, Nora! Hallo, Nora! Was ist denn das? Ein Wasserspeier, was sonst? Verwende Lumos auf ihn, Ron, und ein geheimer Bereich erscheint. Lumos! Pass auf! Fliegende Bücher! Wisst ihr alle noch, wie man die Pulso wirkt? Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso gemacht, Ron! Oh ja, das war richtig klasse! Hallo, Mora! Hast du jetzt wirklich dumm? Cool! Ein Schokofrosch! Die geben uns nach der Begegnung mit diesen Büchern etwas Kraft zurück. Dieser Waggon ist mir unheimlich. Was ist in diesen Käfigen drin? Wir sollten ganz bestimmt nicht hier sein. Wir können Kretze nicht zurücklassen, oder? Los, kommt schon! Na, wen haben wir denn da? Potty und das Wiesel. Ich hätte wissen müssen, dass dieses traurige Exemplar von Ratte etwas mit dir zu tun hat. Draco Malfoy. Hat man dich also in den Tierwaggon gesperrt, ja? Wohl der einzige Ort, an dem er Freunde findet. Ich würde euch tatsächlich gerne einen ziemlich interessanten Freund vorstellen. Nehmt euch jetzt bitte. Oh nein, was ist das bloß für ein monströses Buch? Also ich glaube, das ist eine Ausgabe des Monsterbuchs der Monster. Zaubert auf die Seiten! Wir holen sie aus der Luft, Harry. Du direkt zu Sandra! 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 Klasse, Leute! Darf ich jetzt schreien? Ron, du musst wirklich an der Genauigkeit deiner Zaubersprüche arbeiten. Eine Bildkarte! Die sammle ich total gern. Wenn wir Hogwarts genau durchsuchen, finden wir garantiert alle 80 Sammelkarten. Alle 80. Wir können in das Folio Universitas schauen, nachdem wir eine Sammelkarte aufgehoben haben. Drück die Escape-Taste und klick auf das Bild der Karte oben im Bildschirm. So, und zwar, hier werden jetzt, glaube ich, die Dinge vorgelesen. Ich habe ja nicht in Komm in Schrecken, das habe ich aber selber vorgelesen, weil ich... Fulbert the Fearful, 1014 bis 1097. Er war so ängstlich, dass er nie sein Haus verließ. Kam ums Leben, als sein Dach wegen eines fehlgeleiteten Zaubers einstürzte. Aber ich glaube, die Kette hat mich schon im Du hast uns ganz schön Ärger gemacht, du nutzlose Ratte. Los, lasst uns in unser Abteil zurückgehen, bevor uns jemand vermisst. Was ist los? Was ist da draußen? Mir wird gespeichert. Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso! Ernst? Oh Gott, nein.
von uns hier versteckt Sirius Black unter seinem Umhang. Geht! Harry! Alles in Ordnung? Ja. Was ist passiert? Was war das für ein Wesen? Ein Dementor. Einer der Dementoren von Azkaban. Wir sollten zurückgehen. Wir sind gleich in Hogwarts. Geht es dir wirklich gut, Harry? Gut, mir geht's gut. Jo, hab realisiert, dass der Film vorbei ist. Also übrigens ein Dementor. Harry, Ron und Hermine waren froh, wieder in Hogwarts zu sein. Harrys Begegnung mit dem Dementor hatte keinen schweren Schaden hinterlassen, außer einem wachsenden Gefühl der Angst. Die drei Freunde eilten zur ersten Unterrichtsstunde, denn sie wollten ihren Unterricht endlich fortsetzen. Ich bin Professor Lupin, euer neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Unsere erste Stunde behandelt den Carpe Retractum-Zauber. Ron Weasley, kommst du bitte nach vorn? Ich? Sind Sie sicher? Hermine ist bei Zaubern viel besser. Du schaffst das schon, Ron. Geh einfach durch diese Tür und fang an. Das ist ja auch schon mit der ersten Lesson. Wir haben 7 Minuten. Ich würde sagen, ich spiele jetzt zum nächsten. Also wir haben jetzt ein bisschen länger als 7 Minuten, aber mein Timer läuft jetzt bei 7 Minuten. Was haben wir jetzt, glaube ich, so 10 Minuten ungefähr. Auf jeden Fall noch bis zum nächsten Spielstand. Speicherbuch. Hallo? Professor Lupin? Willkommen zur Carpe Retractum-Aufgabe, Ron. In dieser Aufgabe sind 10 Aufgabenschilde verteilt. Einige sind gut versteckt. Finde alle 10 Schilde, um in den Bohnen-Bonusraum zu gelangen. Findest du beim ersten Versuch nicht alle Schilde, kannst du immer wiederkommen. Du beendest die Aufgabe, indem du den letzten Schild aufsammelst. Fangen wir also an. Carpe Retractum erfüllt 2 Hauptzwecke. Dich an etwas heranzuziehen oder etwas zu dir hinzuziehen. Such dir eine Statue, auf die du den Zauber richten kannst. Schau, was passiert. Ich mach den Zauber. Carpe Retractum! Oh Gott, nein! Ja! Carpe Retractum! Carpe Retractum! Hervorragend! Du kannst mit Carpe Retractum auch an einigen Hebel ziehen. Such einen an einer Wand und probier's aus. Carpe Retractum! Mein Elastofeld! Ich glaube, ich weiß noch, wie man damit umgeht. Oh, oder auch nicht. Zuerst zauberst du Elasto auf das Feld, damit es federt. Ah! Ja, sobald sie mal gleich kommen, dann kann man erschrecken, dass die Löwe eigentlich... Elasto! Dann springst du auf das Feld, um in die Luft zu hüpfen. Vergiss nicht, mit der rechten Maustaste zu springen. Ich spring mit zwei, ist ja dunkel. Mit Carpe Retractum kannst du auch Dinge an dich heranziehen. Such dir ein Ziel für den Zauber und klettere dann drauf. Carpe Retractum! Hip! 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 Du kannst über solche Löcher springen, Ron. Halte Pfeiltaste oben gedrückt, um auf sie zuzulaufen. Wenn du den Rand erreichst, halte die Pfeiltaste gedrückt und spring mit der rechten Maustaste. Hip! Ah! Yep. Impulso! Oh. Impulso! Carpe Retractum! Na klasse! Hallo, Aurora! Oh, da haben wir wieder einen Lenker. Ui. Guck mal, hier haben wir nämlich einen Vampir und hier hat man einen Zauberer. Vampir. Sir Herbert Varney,
1858 bis 1889. Für Untote kurzlebiger viktorianischer Vampir, der in London während der 1880er Frauen auflauerte. Wurde von einer Sondereinheit der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe gefangen und zur Strecke gebracht. Das ist die Geschichte zu Sir Herbert Warner. Carperetractum! Carperetractum kann auch bei bestimmten Seilen verwendet werden. Versuch es mal. Carperetractum! Carperetractum! Easter Egg. Oh, ich bin nicht so. Nein, das sind wir nächsten Mal. Was ich mache, kommt dann in den Daumen. Ich sehe nicht bis dahin. Tschüss.